Jo Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Okay, thanks bye, Digga. 5 minus 2, anscheinend heißt das Format jetzt so, keine Ahnung. 5 minus 2. Wir suchen übrigens jemanden, der uns eine viereckige Tischdecke designen kann, wo 5 minus 2 draufsteht. Wäre cool, meldet euch bei Instagram bei @einfachmanuel. Heißt er da so? Ja, ganz wichtig. Nee, @einfachmanuel YouTube heißt du. YT, ja. Es ist auch ganz wichtig, dass sie viereckig ist, nicht vergessen. Ja, und Kreis, oder? Haben wir doch gesagt. Parallelogramm würde ich auch feiern. Oder ein Trapez, Digga, ein schönes Trapez. Lass dir irgendeine geile geometrische Form einfallen. So, ja, wir haben ja schon letzte Woche wahrscheinlich, je nachdem, wann das Video hier kommt. Das Video war mega krass. Schreibt ein Video hochgeladen, wo wir die Anzeigen von KuchenTV gerankt haben. Und, wow, dieses Video hoch. Ja, es ist natürlich ein bisschen weird. Der Top-Kommentar war auch schon, wenn Teil 1 schon 18 Minuten von meinen Anzeigen geht. Fand ich auf jeden Fall sehr passend. Die Leute sind noch nicht bereit für Teil 7, Digga. Ja, und genau, jetzt ist der zweite Teil da. Wir wissen leider nicht, wo wir aufgehört haben. Spoiler wird ein 11-Teiler. Also ich glaube, ich weiß, wo ich aufgehört habe. Aber haben wir Katja Krasavic im letzten Teil noch mit drin gehabt oder nicht? Nee, glaub nicht. Nee? Ah, doch, wo du den Wohnort geleakt hast. Ja, genau. Ja, okay, gut, das haben wir drin, alles klar. Ja, dann gehen wir doch direkt hier ins nächste rein. Ja, hier ist ein bisschen zeitlich das falsch eingetragen auf jeden Fall. Mhm. Props an den Typen, der das gemacht hat. Und zwar wurde ich 2016 wegen Volksverhetzung verurteilt. Und zwar wurde ich angezeigt wegen Volksverhetzung und irgendwas im Bereich Terrorismus. Also, dass ich so eine... Dass ich die ISIS unterstützt habe. Und zwar folgendermaßen. Ich habe bei Twitter gepostet, darf man das zitieren? Ich weiß gar nicht. Ich distanziere mich auf jeden Fall schon. Also ich sag's euch, du piepst es oder schneidest es einfach raus. Ja, also ich habe auf jeden Fall getweetet, was ist der Unterschied zwischen und Pfadfindern? Die Pfadfinder kamen lebend aus dem Camp, irgendwie so. Und gleichzeitig wurde ich allerdings auch dafür angezeigt, dass ich irgendwie terroristische Organisationen unterstütze. Und zwar habe ich ja damals die Kinderbuch-Reviews gemacht. Und da habe ich irgend so einen Gag mit ISIS und Allahu Akbar und so weiter drin gehabt. Ja. Und das Ding ist, das hat die Richterin sich wahrscheinlich auch gedacht, beides macht irgendwie keinen Sinn, also sowohl Terrorist zu sein als auch Volksverhetzer. Deswegen hat die halt Real Talk kann man nicht beides sein? Wieso? Das ist schon unrealistisch, oder? Also du bist einmal für den IS, aber auch Nazi. Das geht, glaube ich, nicht auf. Ich glaube, die sind schon so von den Grundideologien sind die schon. Ich weiß nicht, du kannst ja auch Nazi sein, wenn du in Italien wohnst zum Beispiel. Ja, aber es geht ja darum, deutscher Nazi zu sein. Volksverhetzung war ja. Achso. Ne, erzähl mir es ja auch deutsch, falls du es noch nicht wusstest. So, ja, okay, jetzt ergibt das Sinn, Digga. Ja, ja. Okay. Und genau, das Ding ist, die Richterin hat sich wahrscheinlich auch gedacht, okay, das macht keinen Sinn, den für beide zu verurteilen. Deswegen hat die dieses terroristische Organisationsding einfach weggeworfen und hat mich nur für Volksverhetzung verurteilt. Weil die sich wahrscheinlich dachte, ja, beides macht keinen Sinn, deswegen nehmen wir einfach das. Weggeworfen. Ich musste da 523 Euro zahlen. Das ist auch der Grund, warum ich da nicht gegen vorgegangen bin, weil ich mir dachte, jetzt mit Anwälten, Berufung und so weiter, ist viel teurer, ich zahle die Strafe einfach. Also, du bist Volksverhetzter, verurteilt. So, ja, ich wurde so wegen Volksverurteilter. War im, Respekt, Digga. Im Nachhinein war es nicht so klug, da nicht gegen vorzugehen, aber ja, das habe ich halt gemacht. Das ist auch stark. Danke. Das ist schon kredibil auf jeden Fall. Kann jeder von sich. Digga, krass, ich kenne den Volksverhetzer. Das wegen einem Joke. Ja. Also wegen dem Witz. Das finde ich aber auch, ist auch schon ein wichtiger Punkt eigentlich an der ganzen Sache, weil man kann jetzt wieder drüber streiten, das ist eine ewige Diskussion, wie weit darf Humor gehen? Ist schwarzer Humor okay? Das muss ja auch immer entscheiden, für wen ist es okay? So, bei Humor direkt jemanden als Volksverhetzer zu verurteilen, schon heftig, muss ich sagen. Ganz ja, vor allem dafür. Also es ist ja, also die Richterin muss sich ja eigentlich auch mit mir, also ich habe sogar eine Aussage bei denen da gemacht und da muss ja eigentlich auch rausgekommen sein, dass ich halt offensichtlich kein Nazi bin. Und wenn ich überlege, wie viele Nazis und so bei Demos da irgendwas rumschreien oder im Internet, da hat ja auch Jan Böhmermann ein Video zu gemacht, wie die alle wegkommen und bei mir auf einmal kriege ich dann für einen Witz so eine Verurteilung, finde ich halt schon hart lächerlich. Mhm. Wenn sonst Leute, die wirklich im Internet hetzen, auch gegen Ausländer, gegen Juden oder so, da einfach wegkommen, weil sich keiner drum kümmert, finde ich das schon ziemlich krass, um ehrlich zu sein. Jetzt im Nachhinein wärst du lieber als Terrorist verurteilt worden? Also hättest du die Wahl, quasi Terrorist oder Volksverhetzer? Ich hätte das genommen. Den Terroristen lieber, Digga. Ich 50, bin KuchenTV und ich wurde verurteilt wegen Unterstützung terroristischer Organisation. Wir bringen die RAF zurück, Digga. Ja. Und was denkst du, also hast du mal mit deinem Anwalt darüber geredet, wie die Chancen gewesen wären, wärst du dagegen vorgegangen? Nee, gar nicht, keine Ahnung, kann ich gar nicht probieren. Mal nachfragen beim nächsten Termin, ne, morgen. Kannst einfach mal deinen Anwalt fragen, was er da wohl rausholen hätte können. Also du wärst wahrscheinlich, wärst du gar nicht dieses Video worden, mit meinem Anwalt zu drehen, wäre so lustig gewesen. Ja, stimmt, besser gewesen. Schreib's in die Kommentare. Ja. Teil 3 mit seinem Anwalt dann. So, was sagt ihr dazu? Wir haben ja, was waren gerade mal 13 bis 19, ne? Ich glaube, A bis... Nee, wir haben Buchstaben haben wir genommen. A bis H, ne? Aber ich habe irgendwann aufgehört, das mitzuschreiben, weil bei der Hälfte der Skala haben wir aufgehört, es zu bewerten. Und am Ende haben wir nur noch gesagt, Smash oder Pass. Okay. Da dachte ich mir, jetzt brauche ich auch nichts mehr hinschreiben, Digga, weil das ist... Okay, Smash oder Pass? Smash. Aber ist das gut oder ist das schlecht? Smash ist gut, Pass ist ja weiter. Smash ist so lustig, so weißt du? Okay, ja. Die nächste Anzeige finde ich geil. Also der Typ hat hier mehrere Spalten, ne? Mhm. Einmal Zeitraum...
Wir sind, also wer das gemacht hat, der Grund, ja. Beschreibung und Strafe. Mhm. Wer ist Fragezeichen? Dann der Grund ist unbekannt. Wofür? Also guck mal hier. Also er hat Fragezeichen gemacht bei dem Zeitraum. Ja. Ja. Wer mich angezeigt hat, ist unbekannt. Mhm. Der Grund sind auch nur Fragezeichen. Ja. Die Beschreibung ist KuchenTV und kann sich nicht mehr daran erinnern. Mhm. Die Strafe waren aber 230 Euro. Also, irgendwann mal für irgendwas, wo man nicht weiß, worum es geht. Keine Ahnung, steht hier nicht. Ich weiß okay. nicht. Oder 220 Euro. Smash. Smash. War, glaube ich, das Schlimmste, was ich gemacht habe. Weiß ja, man nicht, weil das ist das Schlimmste. So. Das nächste ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte, okay. Das ist eigentlich fast schon ein eigenes Video wert. Und zwar ist da Manuel tatsächlich mit drin. Und zwar war das, glaube ich, 2017. Und zwar gab es ja die XXL Tuber Days damals noch mit dem lieben Jimbo. Und wir waren da 2016 schon unterwegs und haben halt so ein paar. Ach, ist das jetzt, das überschneidet sich jetzt wahrscheinlich mit dem Skandalvideo, ne? Nee. Nee, da noch nicht. Später dann. Ach so. So, auf jeden Fall, 2016 waren wir da auch mit Gaffi und so weiter unterwegs und wir haben dann zum Beispiel die Verkäufer abgelenkt und haben dann versucht, kostenlos Dinge zu bekommen, wie zum Beispiel einen Hotdog, den wir uns einfach genommen haben oder Slush-Eis. Ja, das Video gibt's immer noch, mega geil. Wir haben natürlich danach die Sachen bezahlt, ist ja klar, weil es wäre Diebstahl und auf Kamera, also wir hätten uns nicht mal rausreden können. Das Ding ist, Jimbo und der Moviepark fanden das nicht so Jimbo, lustig, Digga. Und aus dem Grund haben sie uns ein Hausverbot für das Jahr darauf gegeben und so einen Monat bevor das war, haben wir sogar explizit einen Brief bekommen. Wir haben einen Brief nach Hause bekommen, dass wir ausgeladen sind. Jungs, bitte ja, lasst es einfach. Komm länger, bitte nicht dahin. Da stand wirklich in diesem Brief. Vor allem der Brief von außen ist so wie von dieser Türpark halt so. Und dann denkst du dann so, cool, eine Einladung. Und ja. Dann steht dann so, hallo Herr Held, wir möchten Sie nein, hiermit explizit ja, zu unserem ausladen. Auf gar keinen Fall. Du hast Hausverbot an dem Tag. So. Und das Ding ist, ich und Manuel haben dann gesagt, an dem Wochenende wollten wir sowieso chillen, dass wir nach Amsterdam fahren. Das liegt ja genau auf dem Weg vom Moviepark von Braunschweig aus. Und Mensch, wir sind da trotzdem einfach mal hingesteppt, sind auch erst ganz normal reingegangen, haben eine Karte gekauft, wurden dann allerdings so 10 Minuten später halt nach draußen gebeten, haben uns natürlich gedacht, gut, was machen wir jetzt? Sind um den Moviepark rumgelaufen und haben geguckt, wo kann man da über den Zaun klettern? Mhm. Sind über den Zaun geklettert, hinten irgendwo wieder rein, haben dann da gechillt, geil. Bis wir dann leider erkannt worden sind und dann gab es eine kleine Verfolgungsjagd, dann gab es eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Vom Cruiser noch dabei. Wir beide... Echt? Ihr seid so weggerannt und so. Ja, das Ding ist, wir saßen da und da war so ein Typ dabei, der hat da gearbeitet, das wussten wir nicht. Der kam so an, das ist auch, der ist doch übelst der dumme Typ. Der 31. Ja, also der meinte so, ey, KuchenTV, cool, dass du hier bist, können wir ein Foto machen. Der hat das an Jimbo geschickt. Dann haben wir irgendwann geguckt, haben Jimbo gesehen und sind halt weggelaufen, weil wir wussten, der wollte zu uns. Und dann sind uns halt Leute hinterhergelaufen, die uns dann geschnappt haben. Noch. Wir sind einmal vor Security. Wie lange ging das? Wie lange konnte der rennen? 30 Sekunden oder so. Aber länger weg. Ich hab's so 5-6 Minuten geschafft. Ich konnte mich noch einmal verstecken so. Und dann dachte ich mir so, jetzt bin ich safe. Jetzt gehe ich einfach zum Eingang raus und dann wird nie wieder was von jemand hören. Und dann gehe ich so aus meinem Versteck und dann schon so, yo. Mitkommen. Vor allem, wie reagiert man dann eigentlich so? Man weiß ja, also beide wissen ja genau, warum die Situation gerade passiert. Da gibt man sich dann einfach geschlagen, sagt okay, oder? Ja. Alles klar. Das Ding ist, ich war dafür aber auch noch so richtig unfreundlich. Da war ja auch dann der Leiter oder so und ich habe den halt die ganze Zeit geduzt und nicht so, der so, ja, du musst mich aber siezen. Nicht so, warum, Digga, bist du nicht mehr wert als ich? Hab ich richtig mit dem angelegt. Ja, wenn er dich auch tut, Digga, das ist aber auch nicht besser. Ja, eben, selber schuld. Genau, und ja, ich und Manuel haben einen Strafbefehl bekommen über 1500 Euro. Und ich weiß auch noch, dass wir sogar im Auto gefahren sind, da habe ich mit meinem Anwalt telefoniert, weil wir gucken wollten, ob wir dagegen vorgehen. Und er meinte so, nee, zahl das einfach, Bro, ist in Ordnung. So. Du bist da erstens trotz Hausverbot rein und dann bist du aber auch nochmal über den Zaun irgendwie, als du rausgeschmissen wurdest. Also ich glaube, das zählt wirklich ein Hausverbot. Lass zahl einfach, habt ihr das jeder 1500 oder so? Ja, jeder 1500, ja. Anscheinend haben die das nicht am Gehalt festgemacht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben wir gleich viel verdient, noch 2,16. Stimmt, das könnte irgendwo hinkommen, ja. Scheiße, Digga. Oh. Ja, bitter. Traurig. Ja, Smash. Moviepark, Statement. Smash. Mega Smash. Ich würde es auch wieder machen. Ja, mega locker, funny. Digga, hundertprozentig. Ich würde es auch wieder machen. Das war so ein geiler Adrenalinkitzel. Ey, im Freizeitpark vor Securities weglaufen, da träumt doch nur geil, Digga. Von, oder? Ja. Ich habe so No Copyright Action Music in meinem Kopf dabei, Digga. Vor allem, wir sind auch Achterbahn gefahren, nachdem wir. Also, wir sind über den Zaun gesprungen, dann sind wir erst ein paar Mal Achterbahn gefahren. Stimmt, bis, und dann saßen wir da schon. Wir waren so, wie lange war denn da? Eine Stunde waren wir da. Stunde haben wir es schon geschafft. Digga, was wie krank ist das denn, Alter? Und danach sind wir nach Amsterdam gefahren und haben uns so weggekifft, Digga. Ihr glaubt das gar nicht wirklich. Wir haben so die Lunden in den Mund genommen, Alter. So, die nächste Anzeige. Da muss ich wirklich einer YouTuberin danken, und zwar Dagi. Vielen lieben Dank dafür. Und zwar habe ich ein Video über Dagi gemacht. Die hat sich ja damals mit Lion getrennt. Und das haben ja eigentlich nicht die öffentlich gemacht, sondern damals Unge. Auf Twitter hat so gesagt, ja, guck mal, du bist ja schon mit dem Cutter von Banger Musik zusammen und so weiter.
Und ich habe das in dem Video dann zusammengetragen, weil sie auch so ein komisches Statement hochgeladen hat, wo sie dann also offensichtlich halt gelogen hat, weil das gar nicht mit den Aussagen übereingestimmt hat. Und Dagi ist dann anwaltlich gegen mein Video vorgegangen. Ich habe allerdings auch gar nicht geantwortet, weil ich die Abmahnung so lächerlich fand. Ich habe ein neues Video über diese Abmahnung gemacht. Und beide Videos, die ich dazu gedreht habe, haben über 2 Millionen Aufrufe. Also geil, vielen lieben Dank, Dagi, dass du das so groß gemacht hast. Dagi, danke. Und ihr Anwalt hat sich auch nie wieder gemeldet. Also die hat mir quasi das zugeschickt und dann hat sie sich nie wieder gemeldet. Smash. Dagi jetzt oder die Anzeige? Beide, ne? Krass. ja, Smash, Smash. Smash. Die nächste Anzeige ist auch ziemlich lustig und zwar, das müsste auch so 2017, 2018 gewesen sein. Wahrscheinlich kennt ihr noch die IOHOX, ne? Diese Dinger, wo man so draufschaut, dann geht man vor, zurücklehnen und so weiter, kommen fahren. Die waren übel geil. Das war eine wilde Zeit damals. Das habe ich, hab ich mal so 3 Wochen oder so mit Gina mal so aktiv gemacht, dass wir immer so rausgegangen sind, irgendwo hingefahren, Restaurant, so. Eisdiele und so, abends mal raus, damit gefahren eine Stunde. Das weiß ich noch. Er hatte wirklich so 2, 3 Wochen so eine Phase, wo er immer mit diesen Dingen gefahren ist, egal wohin. Ja, ja. So, das Ding ist, das ist ja verboten in Deutschland, weil das ist ja ein Kraftfahrzeug und du brauchst dafür ein Nummernschild und eine Versicherung und so und gab es ja vor IOHOX nicht. Und mittlerweile geht das aber, glaube ich, ne? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall dann an der Kreuzung gefahren und da war ein Polizeiauto. Die sind natürlich direkt stehen geblieben, haben uns hops genommen und wir haben eine Anzeige wegen unberechtigter Fahrt im Straßenverkehr Anzeige da bekommen und dafür musste ich 285 Euro zahlen. Pass. Da muss man auch einfach mal die Gesetze ein bisschen kritisieren, weil als ob das jetzt so ein großes Problem war. Aber auch die Polizisten, haben die nichts anderes zu tun? Sorry, oder fahren 2 Leute mit dem IOHOX? Irgendwo hat wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt jemand einen Joint geraucht, Digga. Die hätten doch den Hopf. Stimmt, da war ein richtig krimineller Joint. Richtig krimineller Joint-Kiffer, Alter. Und die nehmen lieber euch hoch, Alter. Ja. Pass, also ich weiß auch nicht. Ja, schon Pass. Pass, aber nur wegen der Polizei. Wegen der Polizei, weil die Gesamtaktion insgesamt einfach uncool ist. Das nächste ist auch wieder geil. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Mhm. Dann der Grund ist Betrug. Mhm. Strafe ist Fragezeichen. Keine Ahnung, irgendwas mit Betrug anscheinend. Du hast einfach schon mal Betrug. Smash. Nein, nein, das wurde auf jeden Fall fallen gelassen. Safe, sonst wüsste ich das. So, die nächste Anzeige ist auch ziemlich lustig. Und zwar waren wir da, glaube ich, saufen mit Woli. Ich weiß gar nicht, ob du dabei warst. Da sind wir zu McDonald's in der Innenstadt gegangen. Es kommen immer noch mindestens 40 Tage in Frage. Und ich meinte... mit Woli saufen und McDonald's. Woli, ich meinte zu Woli, ey, geh einfach mal hinter die Theke und tu so, als ob du Verkäufer bist. Und er ist wirklich dann dahinter gegangen. Digga, Woli, wenn er besoffen ist, ist auch anderes ich Level. Ich hab das gefilmt und bei Instagram hochgeladen und wurde dann wegen Verletzung des Kunsturhebergerechts von McDonald's quasi angezeigt. Das Kunsturhebergerecht. Ja, und ich bin halt auch nicht dagegen vorgegangen oder so. Ich meine, ich musste ein paar hundert Euro zahlen oder so deswegen. Arschfunny. Finde ich auch mega Smash. War die Eismaschine kaputt? Wahrscheinlich, ja. Weil Woli sie wahrscheinlich umgeschmissen hat. Vor allem, Woli ist sogar rausgeflogen einfach. Das Video gibt es sogar noch auf Instagram. Also die haben mich angezeigt, aber dass das Video online war, war okay. Alter. Das musste ich nie offline nehmen. Hast du das parat? Naja, ich müsste es raussuchen, aber es ist irgendwo bei Instagram auf jeden Fall. Also Manuel blendet jetzt hier ein. Wenn es Tim findet und mir schickt, dann werde ich es einblenden. Also kein Video für euch. Pech gehabt. So, die nächste Anzeige müsste auch so 2017 gewesen sein. Ich habe ja damals noch Fanpost geöffnet. Digga, wieso bist du eigentlich in den Knast gekommen? Du hast innerhalb von einem Jahr 50 Anzeigen bekommen. Alles feingelassen. Und jetzt irgendwann mal so eine Grenze, wo man einfach sagt, okay, du hast jetzt nur Delikte begangen. So, keine Ahnung, so Bro, ist halt auch mal genug jetzt so, ne? Ist ja jetzt auch. Aber jetzt in letzter Zeit kam gar keine mehr rein. Nee, das ist alles so cringe von früher, irgendwie, ne? Ja. Der Typ ist erwachsen geworden, der ist jetzt Vater scheinbar. Ja. So, das nächste ist auf jeden Fall, ich habe ja früher Fanpost geöffnet und da hat mir einer, ich glaube, 500 Kondome zugeschickt. Mama. Danke Mama nochmal an dieser Stelle. Smash. Das Ding ist, die Apotheke hat mich dann wegen Betrug angezeigt, denn die wurden nicht bezahlt. Aber ich habe die gar nicht bestellt, sondern die habe ich halt nur zugeschickt bekommen. Das Ding ist, ich wurde halt zur Vorladung eingeladen und wollte doch hingehen, ne, um das halt aufzuklären, habe aber verpennt. Hab da zwei Stunden später angerufen und meinte so, jo, keine Ahnung, können wir noch was machen? Der meinte so, nee, ich habe das jetzt schon weitergegeben. Und das Ding wurde aber fallen gelassen trotzdem. Sorry, wegen der Kondomsache. Also ich durfte die Kondome aber behalten. Sorry, wegen der Kondomsache, ich habe mich da irgendwie verschlafen. Bist so ein 6-jähriger Junge, Digga, guckst so Polizeifilme, denkst du so, ja, Mann, ich werd Polizist, Alter, freust dich schon, wie du so eine Waffe auf Verbrecher halten kannst und dann sitzt du da im Büro an einem so verregneten Dienstag und hast so ein Dings mit 500 Kondome, der Typ kommt einfach nicht. Das ist echt einfach. Der kommt, weil er schläft. Ich weiß nicht, der hat dich die auch fallen gelassen. Er dachte, er hat noch so ein bisschen Hoffnung gehabt, als er gesagt hat, nee, das habe ich weitergegeben, nee, das was verurteilt, Digga. Die Kondome konnte er auch nicht zurückgeben, die waren nämlich längst weggefickt. Ja, ja, die waren längst weggefickt. Ja, ja. Alle Beweise waren vernichtet, Digga. Ja, Smash or Pass. Ich habe einfach kostenlos 500 Kondome gekriegt. Und nicht mal der Typ, der mir das zugeschickt hat. Mega Smash, Digga. Da würde ich sogar sagen, das ist Platz 1 bis jetzt. Ja. Mit allen Anzeigen der Gewinner.
Ja, dann 2018 habe ich ein Video gemacht zu, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Sie hat auf jeden Fall ihre Klassenkameraden angezeigt wegen Volksverhetzung, weil die da irgendwelche cringigen Jokes gemacht haben. Und zu einem Joke, den habe ich beantwortet mit, okay, der ist gar nicht mal so schlecht. Und das war für die Justiz auf jeden Fall Volksverhetzung. Das Ganze, der Klassiker. Das Ganze läuft doch immer noch, oder? Das Ganze war 2018 und jetzt, 4,5 Jahre später, läuft das tatsächlich immer noch. Nur wegen, weil du gesagt hast, das ist doch gar nicht so. Der ist gar nicht mal so schlecht, ja. Das ist das Einzige, was du gesagt hast. Ja. Das Ding ist, der erste Strafbefehl, ich wurde ja in der ersten Instanz schuldig gesprochen, waren 32.500 Euro. Häppchen. Das wurde dann nach der Berufung auf 26.000 runtergesetzt und jetzt sind wir gerade in Revision. Für 26.000, für, ja, gar nicht so schlecht eigentlich. Ja. Aber die Person, die diesen Witz gemacht hat, wahrscheinlich gar nichts, oder? Ja, nee, natürlich nicht. Echt nicht? Nee. Das ist so lächerlich. Digga, ohne Witz, Digga. Wie kann man sich denn ernst nehmen als Richter oder Richterin? Ohne Witz, ja, wie geht das? Das Ding ist, ich checke auch Deutschland nicht so. Guck mal, das Ding ist, ich wurde quasi zweimal angezeigt. Einmal in Rostock, so, einmal in Braunschweig, wo ich das gemacht habe. Schlechte Menschen teilweise. Und, also ich würde es so verstehen, wenn ich in Braunschweig wohne, dann ist auch die Braunschweiger Justiz für mich verantwortlich, weil ich ja hier wohne. Ja, ja. Die in Braunschweig wollten oder hätten das auch eingestellt und wollten sich auch gar nicht drum kümmern, weil der Staatsanwalt in Rostock will mich einfach ficken. Also er will mich wirklich ficken. Ein persönliches Problem. Ja, der hat wirklich ein persönliches Problem. Lukas ist der Polizist, der damals mit dem 500 Kondom die Anzeige gegen dich nicht weitergebracht hat. Digga, der hat eine ganz neue Fehde gegen dich, Alter, ohne Scheiß. Ich habe ja auch, ich habe den ja auch zweimal, glaube ich, vor Gericht gesehen und der ist super krass negativ gegen mich eingestellt. Bei der zweiten Verhandlung wollten die auch halt eine Einigung machen, nur der Staatsanwalt wollte das nicht. Der will wirklich, dass ich so krass verurteilt werde wie möglich dafür. Das ist sein Ding, Digga. Und das ist so dumm, weil Rostock ist, also für mich ist es doch, also ist halt rechtlich irgendwie erlaubt, aber das ist doch dumm. Warum kann ich denn als Braunschweiger irgendwo angezeigt werden, nur weil man sagt, ja, das ist im Internet passiert? Aber ich wohne doch trotzdem in Braunschweig. Also der Tatort ist ja Braunschweig einfach. Ich finde das auch übel wack, dass es einfach im Jahr 2022 dann bei so einer Entfernung einfach nicht möglich ist, dass man auch so per Webcam dazugeschaltet wird oder so. Ich meine, das ist doch einfach nur ein Gespräch, mehr oder weniger. So. Da kannst du doch. Das Geile ist auch, bei der zweiten Verhandlung, das war ja dann beim Oberlandesgericht oder so, da sind zwei Schöffen dabei. Und die eine ist einfach nicht gekommen und hatte auch keinen Attest. Das heißt, meine Anwälte, zwei Anwälte, sind eine Nacht vorher dahin gefahren, waren dann vor Gericht und wir konnten nicht verhandeln, weil die nicht gekommen ist. Die durften auch keinen Ersatz holen, weil die sich nicht krank gemeldet hat oder so. Die musste natürlich die Kosten übernehmen, aber nur diese normalen Kosten. Und meine Anwälte sind ja teurer. Du hattest trotzdem die Kosten. Ja, klar. Der ist es so lächerlich, wirklich. Das ist Deutschland, Digga. Das ist wirklich einfach Deutschland. Ja, das ist ein Rechtsstaat, wie man Das ist auf jeden Fall Pass, ohne Witz. Das ist ja so wack, Alter. Das ist ein Omega-Pass sogar. Aber die Revision sieht auf jeden Fall gut aus, Leute. Ja. Irgendwie der Staatsanwalt muss jetzt, glaube ich, irgendwie beweisen, dass das irgendwie gegen den öffentlichen Frieden war oder so. Also er muss jetzt wirklich Belege liefern. Gegen den öffentlichen Frieden, Digga. Stell dir einfach mal vor, mehrere Menschen, Digga. Viel Glück dabei. Stell dir einfach vor, du musst beweisen, dass jemand, weil er gesagt hat, gar nicht mal so schlecht, einfach ein Volksverhetzer ist. Ja. Viel Spaß, die Beweise zusammen, Bro. Ja. So, dann haben wir auch schon tatsächlich die letzte Anzeige, meine Freunde. Freunde, Nummer 20. Und zwar habe ich ja mal die LaVou-Fails gemacht. Und da habe ich zensiert einfach nur einen Chat gezeigt, der irgendwie meinte, ja, ich möchte mit dir ein Kind haben, bla bla bla, halt als erste Nachricht. Und der Typ hat mich angezeigt deswegen, weil ich ihn wohl geleakt habe, obwohl da gar nichts drin war. Der hat mir auch vorher eine E-Mail geschrieben und der ist halt wirklich, der ist komplett durch. Der meinte so, ja, ich suche halt irgendwie eine Familie oder will eine Familie gründen, du hast mich ja gar nicht so anzumachen, bla bla bla. Also der spinnt richtig. Die erste Nachricht war, ich würde gerne Kinder mit dir haben. Wie kann man so schlecht flirten? ja, ich bin da halt anwaltlich gegen vorgegangen, weil ich Angst hatte, dass da wieder irgendwas passiert, wurde allerdings dann auch direkt eingestellt. Vor allem, er wurde ja anonym nur in diesem Video gezeigt, aber dadurch, dass er jetzt einen rechtlichen Weg eingegangen ist, hat er die Anonymität ja komplett verloren. Er hat die ja damit aufgegeben. Er hat mir auch eine E-Mail geschrieben. Treibsandeffekt. Der Barbara Treibsandeffekt. Ich kann sogar mal ganz fix, ihr könnt ja mal kurz darüber reden. Ich kann nämlich mal gucken, ob ich die E-Mail noch finde, dann kann ich euch genau sagen, wie findest du das so? Müsste er nicht auch nachweisen können, dass er das wirklich geschrieben hat? Weil du aber komplett zensiert, Bild und Name. Ja, ja. Weil ich könnte jetzt auch sagen, ja, in den LaVou-Fails, da war mal ein Screenshot von mir drin. Wie beweise ich dann, dass es wirklich von mir ist? Boah, gute Frage. Kann sein, dass ich irgendwie den Vornamen gezeigt habe oder so, aber das ist ja erlaubt. Also ich habe nur das gezeigt, was auch erlaubt war. Ja, dann. Sie haben da Pech gehabt. Pass. Ja, Smash. Gut, okay, das finde ich, glaube ich, nicht, weil hier, ich weiß nicht. Doch Smash. Hab jetzt Familie eingegeben, weil der hat ja irgendwas mit Familie geschrieben. Ja, tja. Bro. Also ob du das jetzt findest, Digga, das halte ich schon für sehr unwahrscheinlich. Ich gebe einfach, warte, Familie LaVou ein. Fahrstuhlmusik. Ah, hier, warte. Ja, gefunden. Also er hat geschrieben. Ja. Nee, warte, was ist denn das? Fahrstuhl. Also er hat auf jeden Fall eine Strafanzeige gestellt und mir per E-Mail mitgeschickt und hat geschrieben, viel Spaß, die Unterlassungsklage und Schadensersatzforderung folgt noch. Also das Ganze ist jetzt 3 Jahre her. Ja. Warte, jetzt habe ich auch seinen Namen, jetzt kann ich hier gucken. Ist aber nicht gefolgt worden, oder? Nie was bekommen. Komisch, Leute drohen im Internet immer mit Sachen, aber machen das doch nicht. Vor allem hat er ja wirklich eine Anzeige gestellt, krass, ne? Hätte ich nicht gedacht. So, ja, warte. Smash, Digga, dann okay, Smash. Warte, hier, jetzt kann ich gucken. Also, da hat er die
Strafanzeige gestellt. Okay, warte. Bearbeitung. Ich habe sogar geantwortet, endlich macht einer mal was. Das ist kein Fake-Profil, das senden mir Frauen zu und der Chat ist deutlich im Feld der sexuellen Belästigung, habe ich geschrieben. Er hat geschrieben, du weißt nicht, was sexuelle Belästigung ist, Lachsmiley. Post folgt, das wird teuer, armer Mensch. Ja. So, dann hat er noch nichts geschrieben. Teuer, Bro. Er hat auch geschrieben, viel Spaß, die Anzeige läuft, nun schlag besser mal sexuelle Belästigung nach. Einen Kinderwunsch zu erfragen ist keine sexuelle Belästigung, egal wie die Frage gestellt ist. Ich wünsche dir viel Spaß mit meinem Anwalt. Bisher eins gekommen. Und dann hat er noch geschrieben, sicher, denn von dir lasse ich mich als alleinerziehender Vater, der sich eine Frau mit Familiensinn und Kinderwunsch wünscht, nicht denunzieren. Du hast dich leider mit dem Falschen angelegt und nun erspare mir weitere Verleumdungen. Das wird nur noch teurer. Das wird nur noch teurer, Digga. Und dann hat er noch geschrieben, lass dich überraschen. Ja, das ist so unangenehm. Kann man selber auch so unreflektiert sein, dass man einfach mal nicht checkt, dass man vielleicht so echt nicht eine Frau anschreibt. Das ist so unangenehm. Und du dich halt einfach nur darüber lustig gemacht hast. Also ich glaube jetzt nicht, dass du jetzt persönlich mit diesem Menschen ein Problem hattest und ihm wünschst, dass er niemals Kinder kriegt. Also nee, nicht, er ist ja auch schon Vater, von daher alles gut. Ja, dann. Anscheinend hat so eine Nachricht ja irgendwann mal funktioniert auch. Ja. Dann pass, Digga. Ja, es gibt auch so heiratswillige Frauen auf Tinder oder Lavoo, die dann so, boah, die genau so eine Nachricht, die, oh, ist das geil. Oh, der Kinder, Digga, let's go. So, safe smash, einmal schon vorgekommen. Smash or pass? Smash. Smash. Ja. Ihn oder die Anzeige? Die Anzeige. Ich dachte, Manuel. Okay, er bekommt einen Pass. Weil das ist ja, also okay. Das ist ja die komplette Wax. Du kriegst ein dickes Pass in the face, Mann. Pass, Digga. Ich finde, das ist eigentlich nur die Erwachsene-Version von der. Das ist safe einer, der immer zu seiner Mama gegangen ist, wenn er einen Streit hat im Kindergarten. Ja, ja, safe. Hey, hey, wir klären das später mit meiner Mama. Hm? Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit geiles dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Vormittag, Abend oder was auch immer ihr gerade macht. Viel Spaß beim Ficken. Nutzt auf jeden Fall ab Kondome. Das war's. K-Thanks, bye. K-Thanks, tschüss.